Aloha, Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Erklärungsvideo von Black Ops 2. Das ist ein ziemlich altes Video, das ist noch bevor Ghost rauskam, ja. Also schon 5 Monate ungefähr her. Naja. Und deshalb habe ich auch gerade, gibt es ja keinen Ingame-Sound, weil ich natürlich mit Spotify gehört habe. Und ja. Naja, auf jeden Fall kommt hier gerade, ist es ein kleines Erklärungsvideo, einfach aus dem Grund, weil FIFA heute nicht kommen wird. Ich kann euch sagen, warum. Ich hatte ja die ersten zwei Spiele gewonnen in der laufenden Saison. Und jetzt ist das Problem, dass ihr kennt ja diese witzigen, lustigen Missgeburten, die immer dann quitten. Ich habe jetzt gegen drei, glaube ich, gespielt, also drei hintereinander. Die sind dann, die ich kam ins Spiel, die haben den Ball genommen, haben ein Eigentor geschossen und sind dann von alleine rausgequittet. Also wirklich von ganz alleine. So dass ich dann den Sieg bekommen habe. Und das dreimal hintereinander. Also hatte ich jetzt von 6 Punkten, habe ich jetzt auf einmal 15. Und da dachte ich mir, Alter, das will keiner sehen. Ja, und dann habe ich das halt übersprungen. Aber jetzt das Problem halt, jetzt habe ich 15 Punkte. Ich brauche nur noch 2 Siege, ein, nee, noch 3 Siege aus 5 Spielen. Und dann habe ich, glaube ich, schon den Meistertitel. Und das ist ziemlich scheiße, weil wenn dann die wieder quitten, dann bringt das gar nichts mehr. Ja, und deshalb habe ich mir überlegt, lade ich das einfach mal nicht hoch, deshalb lade ich jetzt das Video hoch und ich probiere das dann irgendwann mal noch anders. Also ich probiere es nächste Woche nochmal, dass ich FIFA spielen kann. Aber wenn es dann nicht geht, also wenn ich dann Meister werde, dann ja, muss ich wohl die Serie irgendwie absetzen oder durch irgendwas anderes ersetzen. Also kann man halt schlecht weitermachen, wenn die ganze Zeit quitten. So kriegst halt kein Spiel zusammen. Und das war ziemlich langweilig. Ja. Aber es wird immer auf jeden Fall was kommen jede Woche. Das habe ich mir geschworen für 2014. Und das versuche ich auch durchzuhalten, dass jede Woche ein Video kommt mindestens. Und da jetzt die Titanfall Beta draußen ist, habe ich mir überlegt, ich mache auch davon ein paar Videos. Aber ich brauche natürlich erstmal die passenden Einstellungen dafür, um zu gucken, dass mein PC das auch packt. Weil wenn nicht, dann wäre scheiße, wenn es halt ruckelt und so. Aber auf jeden Fall das Spiel Hammer. Also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. 13. März. Habe ich mir schon rot im Kalender angestrichen, ja. Und ja. Kann ich nur sagen, haben wir das Spiel, wird gekauft, muss gekauft eigentlich werden, weil es einfach viel besser ist als jetzt Ghost sowieso und wahrscheinlich zahle ich für Dinge auch weniger. Ja, das war ein kleines Video. Mein Endscore in dem Spiel war, glaube ich, 21 zu 2. Das war Team Deathmatch, schon 3 Minuten, keine Ahnung. Kann man okay lassen, also für ein Team Deathmatch 21 zu 2 ist okay. Und ja, haut rein.